Weiter geht es mit einer neuen kuscheligen Folge The Forest, Liebe unter Männern im Wald mit meinem Baumschmuser-Freund Quantum. Hallo. Warte, wir machen doch hier Liebe. Also ich I love nature. I love nature. Ich liebe dich, Baum. Oh, du bist so kratzig. I'm a nature-lover. Von meinem Baum. Komm, wir machen ein Sandwich mit dem Baum. Okay, okay, da bin ich, aber wenn ich ausgeschlossen werde, dann werde ich wild. Okay, das ist gut. Irgendwie strange. Alles klar. Was ist mit unserem kleinen Hütchen passiert, das du aufgebaut hast? Ja, wir haben geschlafen und du hast dich so herumgewälzt, dann ist es so auseinandergefallen. Es war eben wild und sehr leidenschaftlich. Wir müssen jetzt nochmal aufstellen hier. Wir müssen es wieder finden. Wollen wir nicht was Richtiges bauen? Ich meine, das Ding bricht zusammen, wenn man einmal darin... Achso, es steht ja auch Temporary Shelter. Also bauen wir ein Hunting Shelter, oder? Ich habe getötet. Ich nehme Hunting Shelter hier hin. Ja, mindestens. Okay, dann bauen wir das jetzt hier. Okay, und ich mache Mittagessen, denn ich habe Hunger. Und dann gehen wir darüber plündern. Wir brauchen ein bisschen Verpflegung wieder. Du willst die Nachbarn bestehlen? Ja, that's my thing. Ist das legal? Ich bin wild und nackt und ölig. Die Moral ist schon längst über Bord geworfen. Ich muss also sagen, die nächste gehört mir, ja? Du bekommst das andere Ding. Ich habe irgendwas Undefinierbares hier noch auf den Grill geworfen. Das kannst du haben. Lecker Eidechse. Wusstest du, dass man eine richtig gute Axt finden kann? Nee. Ja, man kann eine richtig gute finden. Man kann auch einen Katana finden, das weißt du aber. Du redest von dem Katana schon seit vielen, vielen Parts. Ja, weil ich unbedingt dieses Katana haben will. Und ich hätte ganz gerne eine Taschenlampe. Ich find's irgendwie mühselig, immer mit dem Feuerzeug da unten rumzulaufen. Ja, dann musst du 40.000 Batterien finden. Ich habe 40.000 Batterien. Okay, dann rein zufällig besitze ich die. Die Häschen-Batterien? Die Häschen-Duracell extra lange Vorspielbatterien. Die halten genauso lange wie alle anderen, aber die Werbung war viel besser. Die Werbung war die beste, ja. Häschen, die miteinander Liebe machen. Damit kein Jung und Alt was anfangen. Okay, perfekt. Wir haben aber hier drüben noch ein bisschen Holz. Warte, ich speichere mal. Rein aus sicherheitstechnischen Gründen. Sehr gut. Der Mann denkt mit. Oh. Also wenn du was essen willst, musst du schon essen. Moment, wo denn? Ist ja nichts drin. Weg, weil es verbrannt ist. Ich hab einen Durst. Weißt du, ich mach dir hier ein wunderschönes Jetzt reiß mal. Dich hier Nein, mal. Ich hab dir hier was total Tolles gekocht. Kann man eigentlich den Baum hin hochklettern? Warte. Mit dem Ding? Mit dem Ding meinst du? Nein, anscheinend kann man ihn fällen damit. Ey, warte mal, geht das irgendwie schneller? Kann man das auch verbessern mit irgendwas? Nee, leider nicht. Verbessern kann man es nicht, aber es scheint wohl für alles zu funktionieren. So, okay, gehen wir rüber plündern. Wir müssen ein paar Vorräte schnappen, bevor wir wieder in die Höhle gehen. Wenn du wirklich da unten wieder rein willst. Großer Gott, was machen die hier? Schau dir das mal an. Was ist denn das? Oh, das ist süß. Ja, das ist die Kamera. Freiwillig. Cheese. Die Kamera? Nein, die haben ihre Zungen verknotet. Was? Du siehst das, oder? Die Zungen verknotet? Ja, zwei Köpfe. Wie, du siehst hier auf dem Ding zwei Köpfe? Ja, und hier drüben auch. Zwei Köpfe mit verknoteten Zungen. Hier auf der Seite. Du siehst eine Kamera, der im Mund hat, ne? Ja, der hier hat eine Kamera im Mund. Und was? Der hier, das ist bei mir ganz was anderes. Der hat eine Zahnbürste. Der hat eine Zahnbürste und Blätter. Du auch? Eine Zahnbürste? Ja, der hat eine Zahnbürste. Da ist ein Regenschirm steckt in dem drin. Da steckt doch kein Regenschirm, das ist eine Zahnbürste. Dr. Best. Da haben wir die gleichen Pilze gegessen vorhin. Ich weiß es nicht, aber ich bin verwirrt und nackt und okay, Boost schwitzig. Brauchen wir, obwohl, nee, da unten brennt ja nichts. Egal. Doch, wir müssen das Zeug anzünden, dann brennt's. Ja, aber wir haben doch einen Dingsbums geworfen. Ja, aber man muss die Dinger davor anzünden. Wir haben sie unangezündet geworfen. Ach, haben wir den... Ach so. Ja, das also war hier schlau. Hängt eine Blondine. Bei mir hängt hier drüben eine Blondine. Oh, zeig mal. Du siehst die Blondine? Ist das Heidi? Das ist Heidi, ja. Sieht genauso aus, nämlich.
als sie noch gut aussah. Nachdem du sie geliebt hast. Als sie noch gut aussah. Als sie noch schön war, noch jung und frisch. Die Eingeborenen, die denken mit. Der Schädel wurde konserviert. Warte mal, wo ist denn hier jetzt? Hier ist kein Stuff zum Einsammeln. Scheiße. Hier ist gar nichts. Irgendjemand kam hier und hat alles weggeplündert. Und wir gehen leer aus. Scheiße. Aber wir also, brauchen Stuff. Ich noch mal da unten rein. Ich habe irgendwie ein bisschen. Aber ich habe nur einmal Medizin. Das ist sowieso für ein Poppes. Ich habe null. Ich habe einfach null. Okay, wir müssen ein anderes Dorf finden. Ja. Da sind wir uns einig, oder? Absolut. Und wir sollten mit voller Rüstung dann auch noch runter. Also wir sollten vorbereiten. Ja. Wo bist du denn? Des Wahnsinns? Hier drüben. Woher sollen wir jetzt auf einmal aus dem Nirgendwo volle Rüstung zaubern? Naja, wir werden schon was finden, ein paar Viechers. Ein paar Viechers? Sei mal optimistisch. Wie denn? Ich bin mit dir in der Wildnis. Ja. Verstört und... Hey, hier waren wir noch nie, hier ist voll der Wanderweg. Hier waren wir noch nie. Wieso waren wir hier noch nie, Quantum? Wie der Wanderweg? Wo siehst du denn Wanderweg? Na hier, guck mal, hier geht's so runter, so ein kleiner Wanderweg. Das ist doch kein Wanderweg. Das ist ein absoluter Wanderweg. Ich finde es sogar ein offizieller Wanderweg. Ist der offizielle Kannibalen-Tourismus-Wanderweg. Ja, finde ich schon. Hier auf der linken Seite sehen Sie Kannibalen, wow, die gerade jemanden verspeisen. Weil die leben besser als wir, Quantum. Was? Ja, die haben einen richtig krassen See. Oh, der ist... Die so eine Pütze haben. Wow, die haben geupgradet hier. Ey, die leben echt gut. Ja, aber wenn die uns das Ding wegnehmen, den Platz, was soll denn das? Also ich muss sagen, die Kannibalen, die verdienen wahrscheinlich mehr, als du nach Hause bringst. Das ist nicht so schwer. Ja, ich hab dir immer gesagt, streng dich mehr in der Firma an. Ja, aber ich wollte mich nicht so viel bücken. Tja, hättest du mal dich gebückt. Hier ist ein Explosion-Ding. Haben wir ein Explosion-Ding? Anderson aus der Buchhaltung hat einfach mehr Erfolg und seine Frau hat viel schöneren Schmuck als ich. Warte mal, wie war denn die Explosion? Eine Uhr. Schon mal vergessen, eine Uhr. Kleingeld, Uhr, Alkohol. Aber die Dinger lohnen sich nicht, da ist meistens nur Dreck drin. Spaß dir was. Also soll ich sparen? Ich habe eine Explosion. Spaß dir lieber. Aber vielleicht ist hier was Gutes vergraben, weil es im Lager ist. Das ist wahrscheinlich nur ein Schädel, aber dann bein nicht, wenn da nur Mist drin ist. Ich glaube, ich habe es daneben geschmissen, kann das sein? Nee, hat funktioniert. Und wow, eine Uhr. Das ist doch echt zum Kotzen, oder? Ich mach das nicht mehr jetzt. Nee, ist auch voll der Mist immer nur drin. So falsche Hoffnungen machen, weißt du, und dann... Okay, ich habe zweimal Medizin und jede Menge Alkohol, aber keine Getränke. Schlecht. Getränke wären jetzt ganz gut, yep. Warum liegen hier eigentlich immer verbrannte Leichen rum? Ja, Grillparty bei Kannibalen. Aha. Warst du eingeladen? Wieso sollte ich eingeladen werden? Bin ich ein Kannibale? Hallo? Du hast selbst gesagt, du bist wild und männlich und... Ja, aber jeder, der männlich ist, isst andere Menschen? Was ist das für eine Logik? Hey, hier drüben sind Enten. Snack. Enten? Ja, hier sind Enten. Ja, ich wünschte, ich könnte das ja alles abholzen hier und dann könnten wir unser Ding aufstellen. Jetzt fliegen die Enten davon. Niklas, irgendwo hier auch. Ah nee, das war was anderes. Fliegt mit den Gänsen davon. Jetzt kommt sie, die Nostalgie. Nee, es war nicht Niklas. Oder? Ein Junge aus Flandern. Ach, okay, egal. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Nils? Ah, Nils! Nils Holgersson. Holgersson! Ja! Warte mal. Könnte es sein? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Quantum. Gott, ich komme! Zu dir! Quantum, komm! Ich komme! Schneller! Ich komme! Härter! Ah! Ich bin in... Ah. John! John! Hui! Oh, da ist das Ding! Regenbogen, Quantum! Schau über dich! Oh mein Gott, das ist so romantisch! Wir alle wissen doch, wie sehr du Regenbögen liebst! Ich liebe Regenbögen. Quantum, ich will dich hier neben der Haileiche lieben. Gibt's jetzt eine Möglichkeit, wie wir rausfinden, wie wir was markieren? Ja, natürlich. Außer eine Markierung bauen. Geht das? Ja, habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Man kann eine Markierung bauen. Machen wir hier eine, oder?
Wäre nicht dumm. Wie dann, wie machst du den? Auch mit einem Shelter dann wieder, oder was? Nein, 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 warte, du gehst auf B und dann gibt's irgendwo sowas Fähnchen im Windmäßiges. Ja, aber wir müssen dann, wir haben ja ein Fähnchen in unserem Hauptheim. Und wie unterscheidest du die dann? Jetzt warte mal. Ich warte, ich durchsuche hier Sachen, weil ich brauche Medizin. Guck mal hier, Stickmarker, ja? Okay, okay. You can do this. Wir setzen jetzt einfach mal hier so hin. So, ich brauche noch Stöcke. Hast du Stöcke? Moment. Wenn ja, dann hau die Stöcke hier rein. So, und jetzt können wir dem Ganzen eine Farbe geben. Ja, und hier sagen wir mal, blau ist... What? Oh, fuck. Ach, komm, ist das sein Schiff? Oh, das sind aber viele. Oh-oh. Oh, ich baue ein Molotov-Cocktail. Nein, ich habe ihn wieder getrunken. Warte. Du trinkst Molotov-Cocktails? Ja, ich bin... Oh nein, die Frau! Okay, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt jetzt. Wow! Einer brennt, hey, oh, die sind sauer. Brennt. Die sind sauer. Der eine ist richtig sauer, ich habe ihn verbrannt. Ich mach noch einen. Boah, hinter mir! Fuck, der ist groß! Geh, der Anführer ist weg! Vorsicht! Ah, oh, Vorsicht! Vorsicht! Du bist ja bef... Wow! Bist noch am Leben? Ja. Boah, der hat richtig krasse Titten! Meine wow, hat die jetzt. Lady Hupen. Können wir sie am Leben lassen? Kannibalen Hupen? Ich würde mal auf jeden Fall... ein bisschen au. Die Dinger kneten. Oh, ich bin fast down. Oh, scheiße. Hast du Drogen? Ja, gleich wieder hier Drogen verschwenden. Fuck. Oh, fuck, ich bin so gut wie down. Ich lenk sie ab. Komm schon. Ich glaube, den einen hab ich. Das Mädel rennt weg. Okay. Es weiß, was du vorhast. Ich schau mal hier drüben. Nimm mal das hier mit. Guck mal hier. Was soll ich damit? Das ist krank. Ja, aber das ist richtig gut. Wie weiß ich eigentlich, was best... Also hier ist Speed. Warte mal. Speed 2. Damage. Oh, das hat mehr Damage. Aber Sling. Weniger Speed. Ich hab auch so ein Ding. Und mehr Block-Ding. Jeder von uns sollte ein Kannibalen-Ding in der Hand halten. Okay, blau. Wir nehmen blau für mehr, ja? Okay. Schwimmen wir zum Schiff? Aber Vorsicht, Haie. Ah, stimmt, Haie. Und wir brauchen noch eine Kröte. Oh, da drüben ist der Baum. Was ist mit dem Baum? Ist das ein besonderer Baum? Soweit ich weiß, opfern die Kannibalen am Baum ihre Babys für die alten Götter. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist wahr. Hast du ihre Babys gesehen? Ja. Glaubst du, die Dinger kann man lieben? Nein, das sind... Wow! ...Babys. Du könntest so einen lieben? Nein. Siehst du? Aber ich würde nie solche Babys machen. Ich glaube, die haben keine andere Wahl. Die haben eben auch ihren Trieb, ihren Drang. Dann lieben sie sich und ich glaube nicht, dass sie Kondome haben. Und dann entstehen eben so kleine, hässliche Mutantenbabys. Die können sich doch aus Menschenhaut ein Kondom machen. Die sollen deine Menschenhaut aber dann bitte nehmen. Wahnsinn. Das Boot ist ich ganz hab anders. Ich habe was gelesen. Yacht. Okay. Denn gut, danke schön. Toll. Summer Edition. Eine Sammler Edition von der Yacht. Hier ist aber bequem. Hey, wir bräuchten mir gar mal. Kein Häuschen. Die Zeitschrift, die hast du doch auch abonniert, oder? Guck mal hier, ich habe eine Milchtüte gefunden. Hier kann man direkt schlafen. Das ist jetzt ein Speicherpunkt, siehst du? Bei einem Bett. Wir hätten ein richtiges Bettchen. Also ein richtiges. Wow, ein echtes Bett. Ist ja viel besser. Das ist ja eine fertige Kissen. Wohnung. Weißt du, was geil wäre, wenn man das Ding reparieren könnte und damit halt davon segeln? Oh, das wäre super, ja. Hier ist noch ein Ding, was ist denn hier noch? Ich finde, du könntest bei dem Bett hier schlafen. Das hat auch so eine Sargform, das passt gut zu dir. Ja, wir hätten getrennte Betten. Getrennte Meine Güte, Betten? Das ist ja ein Paradies hier. Ey, was man hier alles finden kann. Ich habe noch irgendwas gefunden. Ein Foto, aber ich kann nicht genau erkennen, was drauf ist. Eine Person. Ja, ich diese Missing... Ich habe den Kassettenrekorder Dinge. Gefunden. Den habe ich auch. Ich habe da schöne Bilder. Ah, hey, bist du bekloppt? Sorry. Ich hab mich verdrückt. Was kann ich denn mit dem Rekorder machen?
Erdkanister habe ich. Da unten liegt noch ein Erdkanister. Ich weiß, ich habe auch schon welche. Wir können tauchen. Ja. Warte ich mal. Ich stecke hier irgendwie fest. Kassette hier, zack. Spiel's ab. The music. Oh, Moment. Was? So, jetzt. Er drückt und es passiert gar nichts. Die letzten Aufzeichnungen. Warte mal, hier kann man C. Guck mal hier oben, C. Oh yeah. Copyright. Den habe ich hier hingehangen. Ja. Jetzt hier. Oh, den könnten wir zu Hause aufhängen, ne? Hast du auch einen, ja? Ja. Okay, ich nehme nochmal mit. Du hast keine Flare Gun noch, oder? Nee. Liegt die hier nicht unter Wasser? Die war doch hier unter Wasser, unterm Boot. Die war unterm Boot. Sicher? Ja, definitiv. 100%? 1000%. Eine Million? Mindestens. Die war immer unterhalb. Ja, aber hier möglicherweise. Ist die Suppe, ich sehe gar nichts. Ich bilde mir zumindest ein, aber. Ich kann hier nicht mal schwimmen irgendwie. Unterm Boot kann ich nicht mal schwimmen. Kannst du unters Boot? Nee. Egal, ich gehe mir jetzt eine Schildkröte holen, damit ich endlich nicht mehr die dreckige Brühe saufen muss, indem du deinen Schlong wäschst. Du wäschst den doch immer. Ja, ich wasche meinen eigenen, ja. Vielleicht haben sie, das haben sie wahrscheinlich geändert. Ich will hier weg, ich hänge irgendwie an den Felsen. Weißt du was, ich gehe jetzt in die Höhle rein, glaube ich. Ja, jetzt. Ist mir einfach zu viel Natur. Nachdem wir gerade wieder... Nee, ich muss erst was essen, trinken, Rüstung. Nee, ich geh nicht... Das ist doch bekloppt. Was denkst du, wie weit sind wir denn von der Heimat weg? It's a long, long road. Denkst du echt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht eine Schildkröte hier gesehen. Aber ich habe richtig geile Muck. Ich mache jetzt hier so ein Beach-Workout. Bitte nicht. Boah, bin ich fit. Guck mal hier, wie ich am Strand laufe. Kann jemand das Slow-Mo einbauen? Dim, 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 dim. Eine nackte Frau, die begrüße ich jetzt mit meinem Knüppel in der... Sie rennt weg. Das ist eine natürliche Reaktion hier. Sie hat eben den riesen Knüppel gesehen. Da hatte sie Respekt. Und hat gesagt, ich hol schnell meine geil aussehende Freundin. Gut. Dream, dream, dream. Hast du die Musik auch? Dream, ne. Dream. Schade. Ach ja, ich hab Kopfhörer. Dim, 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 was ist denn? Achso, ich verdurste. Geil. Oh, what the fuck, du bist ein Grab. Und ich verhungere. Moment mal, 82? Wir sind wirklich in den 80ern? Komm mal her. Oh. Oh. Siehst du, wie ich Kniebeugen mache? Sexy, oder? Oh fuck, sie hat wirklich ihre Freundin geholt. Oh scheiße, hier ist echt ungut. Din, din. Aber mit der Mucke hat es irgendwie Feeling. Als würde es so eine Biker. Wow, oh. Wow. Holy shit. Fuck? Die sehen, dass du den Knüppel ihres eingeborenen Stammes bereit. Wahnsinn. Du, ich habe mein letztes Medizindings jetzt verbraucht. Ist das da drüben eine Tussi ohne Haare? Ich übernehme. Hey, hilf mir, ich bin fast down. Was soll ich machen? Die hat keine Haare. Ich glaube, Frauen ohne Haare darf man nicht schlagen. Ich glaube, die Musik macht sie aggressiv. Boah, ich muss weg. Die machen mich fertig. Push it to the limits. Könnt ihr schwimmen? Nee. Ach, ich würde so gerne mir die Frau ohne Haare... Wow, du hast überhaupt nicht geholfen, du bist weggelaufen. Ich habe einen getötet, da hinten. Guck mal, der da, ja? Da, wo die Möwe ist. Unbelievable. Den habe ich umgebracht. Ah, doch, ich brauche Medizin. Hast du keine mehr? Nee. Okay. Gib mir Deckung. Wird's dunkel? Oh oh. Das ist meine letzte, ja? Hier, was ist denn hier mit denen da? Hier, 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 hier. Nimm schnell. Bevor ein Rabe kommt und sie klaut. Danke. Wie kann ich denn den Kassettenrekord aus der Hand legen? Yes, ich habe den Panzer. What the fuck? What the... Ist das krank? Oh, Futabel. Köpfe. Guck. Nimm mal den Kopf in die Hand. Komm mal her. Kannst abwaschen hier den Shit. Nimm mal den in die Hand. Hier drüben. Habe ich nicht deinen aufgehoben, meinen Kopf?
Hier, da ist doch einer. Nimm den doch mal. Oh. Sieht aus wie ein Alien. Aussieht, ne? Du hast ihn irgendwie als... Du hast ihn in deinem Schnurrbart kleben. Das ist krank. Sieht aus wie Alien. Das ist richtig krank. Was ist in meinem Schnurrbart? Igitt, nimm den aus dem Schnurrbart raus. Sieht aus wie ein Dildo, wirklich. Also, du bist Masturbator eigentlich. Sieht aus wie ein Anal Plug. Ich bin Masturbator. Jetzt kommen wieder die Fachbegriffe. Tja, jetzt, was machen wir? Heimgehen? Tja, wir sollten heimgehen, schlafen. Wir brauchen Medizin oder Ausrüstung, bevor wir da reingehen. Ich hab nichts mehr. Wenn er mich einmal schlagen, ist vorbei. Mir nach. Johann? James. Wir müssen ein Lager finden, Medizin. Oder diese Dinger herstellen. Wir haben doch so viel. Aber wir haben kein Aloe Vera. Wir sollten wo heimgehen. Findet man denn ich will den Kopf auf jeden Fall auf einem Spieß haben. Und vielleicht ist unsere Basis komplett zerstört. Wir kommen nach Hause und alles brennt. Oh, hier ist ein Topf. Noch ein Topf gefunden. Oh, oh. Oh nein, ich habe ihren Topf geklaut und sie dreht durch. Das war ihr Lieblingstopf. Sie ist so eine Tupperwaren-Vertreter. Oh shit, wow. Wow, rennen. Wir rennen. Wir rennen. Ja, definitiv rennen. Das ist dieselbe nackte Frau von vorhin. Du hättest sie töten sollen, anstatt zu flirten. Ich weiß nicht, ich fand sie war irgendwie süß, auf eine gewisse Art und Weise. Boah. Ist dir mal aufgefallen, dass Frauen hier in dieser Region keine Waffen tragen dürfen? Nur Männer dürfen Waffen führen. Ganz schöner Sexismus, oder? Oh, oh, da vorne ist die nächste... Rechts vorne. Die nächste Was? Gang. Wisst ihr sie nicht? Hier. Dann. Bei uns ist eine Gang. Achso, ja, jetzt sehe ich sie auch. Oh, fuck, das ist eine große Gang. Oh, shit. Rennen. Oh, nee, und hinter mir ist auch eine Gang. Rennen. Einfach rennen. Einfach durch das Leichenfeld spazieren. Großartig, jetzt werde ich hungrig natürlich. Ganz kurz hier speichern. Oh, hier sind Pilze. Ich esse die mal. Haben funktioniert. Oh, fuck, sie sind hier. Okay, wir rennen weiter. Einfach rennen. Einfach zum Fähnchen da hinten. Dann nicht nach Hause und schlafen. Keine Sorge, Schnucki. Ich bring dich heim. Du weißt doch, bei mir bist du immer sicher. Wieso? Ich sehe doch selber, wo es zu Hause ist. Du bringst mich nicht heim, sondern ich Zeichen hier. Moment mal, was ist das hier drüben? Ein Flugzeug. Ja. Ach, da warst du ja schon, Flugzeug, ne? Ja, da war die... Ja. Flare Gun? War der hier? Ich glaube. Ich glaube schon, ja. Ah, hier geht's ja rum. Oh, Ich geh mal da drüben hin. Nein, ich hab den Schild. Da, ich hab den Kopf verloren. Hast du noch deinen? Ich hab meinen. Wie halt kannst ihn. Du den verlieren? Nicht rein, wenn du schwimmen gehst, verlierst du ihn. Bleib da. Wir brauchen den Kopf. Ich renn außen rum. Flare Gun, ja. Du Kopffetischist. Für die Sammlung. Mhm. Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist ein TV-Star, steht hier auf der Zeitschrift. Ich? Ich wusste das nicht, Quantum. Psst. Ich hab keine Ahnung. Ja, muss ja nicht. Deine Frau ist gestorben, du bist mit deinem zurückgebliebenen Sohn in den Wald geflohen, steht da. What? Steht da wirklich. Ich bin nicht in den Wald geflohen? Du bist in den Wald geflohen. Oh, hier ist noch eine... Aber es ist eine von den anderen. Behalte den Kopf, Quantum. Oh nee, ich renne hier gerade übers Wasser. Echt? Kannst du ihn mir rüberwerfen? Oh, ich hätte hier nicht rüber sollen, ha? Huh? Das war nicht klug, nein. Obwohl, vielleicht schaffst du es ja die ganze Zeit... Ja, aber warte mal, ich nehme was anderes in die Hand. Warum? Das muss doch im Inventar nein, bleiben, nein, oder nein, nicht? Nein, 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 Ach, nein. Ach nee, jetzt habe ich es fallen lassen. Wo ist er hin? Ich habe ihn noch. Okay, okay, ich bin... Ey, ist nicht tief. Also, okay. Oh, Moment, warte, ich markiere den Weg. Nein, es geht. Gut. Glück gehabt. Denn wenn du den verlierst, wäre die ganze Mission umsonst gewesen. Das war die Mission? Ja, natürlich. Was dachtest du denn, ist die Mission? Nun, Vorräte beschaffen. Und wir haben keine Vorräte beschafft, weil wir sie... Du weißt schon, dass wenn man viele Köpfe an seiner Behausung hängen hat, dass man dann ein geheimes Secret Easter Egg bekommt. So ein Blödsinn. Man bekommt dann nämlich eine Alien-Waffe. Mhm. Lasers. Genau, Lasers, Gammastrahlen und so ein Kram. Und damit. Hier ist ein Krokodil. Nicht. Soll ich es übernehmen?
Oh mein Gott, du hast so viel Angst wegen dem Kopf. Ja, jetzt ist ja, es weg. Ja. Egal, wir brauchen es ja auch nicht. Wir machen ja, deutlich. Uns Rüstung. Nein, ohne Rüstung gehe ich nicht rein. Knochenrüstung. Außerdem, da unten sind tonnenweise Krokodile. Wir sind ja schon beinahe daheim. Guck mal hier. Also die 5 Meter kannst jetzt auch noch den Schädel tragen. 5 Meter. Oh nee. Was denn jetzt schon wieder? Was ist denn hier? Wer schreit denn hier? Ich habe absolut gar nichts gehört. Die sind alle bei uns zu Hause. Weißt du, was krass wäre, wenn sie schon hier, eingenistet hier. Ja, wenn sie auf einmal da ihre Köpfe aufstellen würden und sagen würden, Home Sweet Home, so eine neue Türmatte liegt vor unserem Haus. Wow, das sieht cool aus. Das ist auch ein Panzer, ne? Ja. Glaube schon. Okay, warte, ich mach ganz schnell hier den Stock, damit du den Kopf platzieren kannst. Aha. Damit das Ganze nicht umsonst war. Operation Predator nennen wir das, okay? Okay, ah ja. Ja. So, steht. Ah, Moment, ein Stick. Kannst du noch einen Stick reinhauen? So, jetzt kannst du ihn platzieren. Oh, niedlich! Es ist echt krank, oder, was wir hier treiben? Oh mein Gott. Operation Predator geht in die heiße Phase. Sollen wir nochmal so einen Wasserfang machen? Zwei sind besser als einer, oder? Ich wünschte, man könnte hier irgendwie eine Fackel so rauf, die brennt oder so. Aber die, irgendwas Romantisches so drauf. Noch. Ey, ich könnte hier oben den Wasserfang drauf machen. Die brennt, also hast du die jetzt angezündet? Nee. Die brennt immer, oder was, das hier? Das brennt immer, ja. Ach, das ist nicht schlecht, das könnten wir aber hier auch strategisch herumplatzieren, damit wir ein bisschen Licht haben beim Arbeiten und so. Geben die Dinger denn viel Licht? Ja, es sieht so. Also nee, das war mein Licht, was mehr Licht gab, oder? Ich hab naja, ein bisschen so, ist schon nicht schlecht. Wo ist denn das hier? B. Ich finde, wir sollten die auf die Mauer oben drauf machen. Okay, hier drüben dein Panzer hin. Custom Building. So, was ist denn das? Shit. Oh, ich freue mich so. Nie wieder Schlongwasser trinken. Skull Lamp war das, ne? Okay. Gibt's hier ich muss nie wieder Schlongwasser trinken. Oh Gott, ich verhungere. Ja, das ganze Rennen hat mich ganz schön hungrig gemacht. Hier eine süße kleine Kerze. Hey, warum ist das Ding schon wieder kaputt? Oh mein Gott. Wo ist jetzt die Kerze hin? Ach, die steht da hinten. Gibt jetzt nicht so viel Licht. Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Ja, ich dachte hier den Bereich ein bisschen aufhält, aber okay, das ist ja gut, das ist nur eine fucking Kerze, aber. Mach mal deins aus. Ja, okay, ein bisschen Licht hat man schon. Kleines bisschen. Ecken irgendwie platzieren, aber naja. Komm mal mit. Warte, hier das Lager, okay. Ja, aber komm mal hier doch drüben. Sticks. Was ist hier? Gehen wir hier hin. Mhm. E. So. Das können wir hier trinken und... Was ist das hier? Ein Kaninchen! Das fehlt noch an der Wand. Geil. Freue ich mich aber. Wie können wir hier trinken? Naja, wenn es regnet. Ja, aber dann ist doch auch Kackwasser, oder? Nein, das ist gutes Wasser. Wie? Regenwasser ist plötzlich gutes Wasser, wenn es in der Schildkrötenpanzer landet? Ja, weil der ist nämlich vom großen Stammespriester gesegnet worden und dadurch wird alles Wasser darin auch automatisch gut. Und ich finde, das ergibt sogar Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Da muss man aber ganz viel darüber nachdenken. Und das kannst du auch machen, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge, falls die kosmischen 4000 Likes entstehen. Bis jetzt sind sie ja immer entstanden. Vielleicht entstehen sie ja wieder. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Schaut auch mal bei Quantum vorbei. Da gibt's nämlich Outtakes. Also? Echt? Vielleicht? Schaut aber vorbei. Aber versprechen kann ich nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.